Wir melden uns heute wieder einmal aus dem Mekka des britischen Motorsports und dem Geburtsort der Formel-1-Weltmeisterschaft. Es ist Renntag in Silverstone und Zeit für den großen Preis von Großbritannien. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Richards startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel und Norris, Albon, Perez, Kvyat und Lance Stroll, Ricciardo, Sainz, Antonio Giovinazzi und Gasly, Raikkonen, Ocon, Kevin Magnussen und Romain Grosjean, Russell und Nicolas Latifi. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020, also noch 20, dauert nicht mehr allzu lange, bis zum neuen Spiel. Ja, wir sind in Österreich natürlich, in Silverstone zu Gas und wollen es natürlich irgendwie richten. Ah, es gibt eine kleine Sorge, die ich habe, es ist der Motor. Der liegt bei 67%, vielleicht, na, ich versuche es, anders können wir es nicht riskieren. Vielleicht jagt man durch, aber so gut, dann machen wir es irgendwie. 17 Runden immer Sprit mit, um die Möglichkeit zu haben. Und dann gehen wir rein ins fünfte Rennen der Saison. Paul, Nummer 2 in dieser Saison. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Ja, ich habe schon ein bisschen den Start verpetzt mit den Start in die Einführungsrunde. Die Frage ist, darf ich einen Lewis wiederholen? Ja, darf ich. Okay, dann nehmen wir wieder mal unsere Spitzenposition ein und wichtig wäre, sollte hier einen Sieg zu holen. Die Frage ist, halt der Motor das Ganze durch? Es sind 13 Runden hier in Silverstone. Die große Frage, hält der Motor irgendwie das Ding nach Hause? Aber wie gesagt, wenn nicht, dann ist es halt so. Ich denke mal nicht, dass er irgendwie hochgehen wird. Wir haben in einem Training komplett durchgefahren mit insgesamt 9 Runden. Wir haben im Qualifying insgesamt nochmal durchgefahren mit auch nochmal 6 Runden knapp. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es irgendwie gerade so, das Auto zu halten. So, wenn das dieser Vorsprung am Ende schon rauskommt, wäre es super. Aber wie gesagt, Hauptsache, wir holen hier unsere Pole. Wir holen ihn hoffentlich die schnellste Runde und dann wäre es super. Pole haben wir. Schnellste Runde, beziehungsweise den Sieg wollte ich für dich haben. Ich halte bewusst mal auf mager, um einfach ein bisschen den Motor zu schonen nochmal. Dieser 13 Runden stehen hier an in Silverstone. Also, wir sind vor Lewis, vor Verstappen und dahinter die beiden Ferrari. Wichtig ist, den Start heute zu gewinnen. Ich bin so eher der Kandidat, immer, ich fahre lieber ein bisschen hin oder hinterher und versuche mich dann da irgendwo vorbeizudrücken. Jetzt aber den Speed anzugeben, beziehungsweise den so zu verteidigen. Naja, mal gucken. Wie gesagt, alles möglich. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. So, jetzt setzen sich doch die beiden Williams hinter die Haas. Und dann geht es los mit dem fünften Rennen der Saison in Silverstone.
So, jetzt schon mal den Start gewinnen, das wäre das Wichtigste. Den haben wir auch gewonnen, auch wenn ich ein bisschen das Benzin falsch gestellt habe. Also, Start auf jeden Fall erstmal gewonnen. Gehen jetzt in die ersten Runden als Führender vor Lewis Hamilton. Und Charles Leclerc, der hat sich übrigens schon in Verstappen gekrallt. Und Norris hat sich Vettel geholt. Also Ferrari, einer gewonnen, einer verloren. Und das wäre das Wichtigste. So, jetzt versuche ich mich wieder ein bisschen... Ja, Lewis, der will auf jeden Fall. Wichtig ist, dass der Motor hält. 13 Runden, wie gesagt, sind es heute. Ich bleibe natürlich jetzt ein bisschen auf der normalen Mischung, um halt nur wirklich im Ideal, im Ernstfall wirklich hochgehen zu müssen. Ja, Lewis, der will auf jeden Fall. Ja, ist klar, der fährt zu Hause, sei mein Rennen. Du hast keine Strafen holen. Wir nehmen die schnellste Runde als Führender mit nach Hause. So, zwei Runden, 12 Runden noch. Aufpassen. Bloß nicht dauernd zu quakatten. Ich will keine 3-Sekunden-Strafe holen. Wir können es jetzt ein bisschen absetzen. Nicht weit, aber wir können es ein bisschen absetzen. Der Ferrari wäre schon außerhalb der... Jetzt hat er's. Wieder angreifen gegen uns. Hat's gut gemacht. Ja, natürlich. Jetzt haben wir natürlich das Duell mit Lewis Hamilton und vorne hinter mir und der Leclerc. Und Hamilton ist vorbei. Na, jetzt haben wir aber doch noch mal ein bisschen gekontert. Und der Angriff gegen den Lewis Hamilton und wieder sind wir vorne. Puh. Der ist es natürlich jetzt freigegeben. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass er natürlich jetzt angreifen will und kann und machen und tut. Gelb mit uns. Safety Car Fragezeichen. Safety Car. Was natürlich jetzt super ist, weil wir bis jetzt... Was natürlich jetzt super ist, weil wir dadurch mehr Motorenergie sparen können. Oh, Alter, was einer. Ja, ich... Check your MFD for a new strategy option. Will er jetzt schon auf die Mediums gehen? Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ich bleib okay, aber... copy that. So, also, Führender momentan, Per Gasly ist bisher raus. Ah, ich musste den Konter mit Lewis setzen. Ich will dieses Rennen ja natürlich nach Hause fahren, ne? Das ist erstmal das Wichtigste. We're accumulating some wear on the MGUK. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Ihr müsst natürlich, sagt er jetzt gerade, Fettgemisch vermeiden. Die gehen aber alle in die Box jetzt da hinten, ne? Jetzt geht gerade fast alles in die Box da hinter mir.
we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Oh, we're coming moment. Up to the safety car now. Do not pass it. You are the leader. Follow the safety car. Entschuldigung, da war ich ein bisschen zu fix unterwegs. Und dachte mir, oh, da kommst du noch vorbei ohne Probleme. Ja, die neuen Runden muss alles doch halten. Dann kann man es irgendwie rauswerfen. Dann retten wir uns den Alter. Also der Motor ist, glaube ich, das, was mir jetzt gerade so ein bisschen am meisten Sorgen macht. Weil ein Ausfall kann ich mir nicht erlauben, wenn Hamilton gewinnt. Weil dann ist es eigentlich fast durch. Bei 10 Rennen und dann hat er einen mega Vorsprung von über 20 Punkten. Und das müsste man dann erstmal runterknabbern. Aber Hauptsache, wir würden heute das Rennen erstmal gewinnen. Also momentan Auswahl Pierre Gasly. A new strategy is available on the MFD. Got that confirmed. Ich werde jetzt auf jeden Fall kontern. Ich werde die Runde jetzt in die Box gehen. Return the position immediately or we will be penalized. There is no overtaking during the safety car period. Ich geh jetzt rein in die Box, weil es klar muss jetzt. Exit now. Jetzt sind wir sogar letzter. Und da war eine ganze Schlange in der Box, das ist das Problem. Da müssen wir uns erstmal vorbeikämpfen. Stop. No more scheduled pit stops. Klar, wenn natürlich jetzt alle anderen in die Box gehen, dann Lewis und so, die werden natürlich jetzt alle auch immer in die Mitte rein müssen. Ja, mal gucken, was man möglich ist. Kann man richtig jetzt hier ein überraschendes Rennergebnis werden. Jetzt jage ich mich dann mal wieder ein bisschen ans, hänge mich wieder mal ans Feld. Ich darf natürlich jetzt nicht vorbei. Jetzt Russell, Magnus, die waren alle schon drin, da sind einige jetzt mit dabei. Oder versaut uns wieder Großbritannien eine mögliche WM? Power from the engine is going to be down slightly. It's showing some minor wear. Ich hätte vorher an die Box gehen müssen, eine Runde. Dann wäre ich vielleicht dran gewesen, wenn ich hier drin gewesen fällt. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, dass wir allen vorbeigehen können. Vorbeikommen. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren in der Box. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Ja, da habe ich mir gerade mal das Rennen versaut oder man hat vielleicht auch mal ein bisschen Glück, dass jetzt alle noch mal rein müssen da vorne. Trailing our teammate by 10.0 seconds. So, jetzt müssen wir natürlich jetzt wieder ein bisschen reinarbeiten ins Feld. Also jetzt müssen wir jetzt erstmal vorbeiarbeiten an allen. An Russell erstmal, der jetzt der Erste sein könnte. Der Ball relativ zeitnah. Angriff gegen George Russell. Der aber gegenhält auf alle Fälle, der Williams. Und jetzt kämpfen wir uns vorbei an ihm.
Ich weiß, dass er noch neben mir sein dürfte irgendwo. Geiser. Hami. Deswegen habe ich auch zurückgezogen, weil ich ihn berührt habe. Nächstes Magnussen. Ja, momentan sind wir 18 da, so weit weg von den Punkten. Und das als Pole-Sitter. Aber wie gesagt, da waren noch einige nicht in der Box, das muss man auch mal so sagen. Jetzt wird es sortieren irgendwann. Da knubbelt sich das da vorne ein bisschen. Glück gehabt, dass ich das Auto jetzt auch gefangen habe. Ich musste nämlich voll auf die Bremse gehen, weil sonst wäre es weg gewesen. Überraschung gegen Magnussen in Haas kassiert. Jawohl, ab ihn. Nächstes Toni Giovinazzi, den ich natürlich auch noch gerne mitnehmen würde, aber der. Außen herum. Oh, wieder ein leichter Quersteher. Diesmal muss ich den passieren lassen. Ja, ich weiß, dass ich die Kollision verursacht habe. Aber da war ein Quersteher mit drin. Ja, der wehrt sich gerade so ein bisschen, der Ferrari. Jetzt haben wir den Haas, der hinter mir nochmal am Windschatten mit angreift und ist tatsächlich die Positionsklau wieder. Mhm. Durch die scheiß Zeitstrafe, ne? Ist egal. Aber den Haas habe ich kassiert hier. Jetzt. Ach, leck mich doch an die Sackkarte. Okay, aber wir. Danke, ich war das so ein gutes Wochenende. Ja, das macht der Motor auch ein bisschen aus, der jetzt natürlich dementsprechend natürlich jetzt runtergeht. Und ich scheine nur wieder Großbritannien zu sein. Ernsthaft jetzt! Ich hab ein bisschen nur. Ich hab doch nichts getan! Ich hab doch nichts getan, liebe Leute! Ich bin ein bisschen an die Kurbs rangefahren beim Angreifen, ja, aber. Dann bleib ich halt dahinter. Hab ihn, jetzt hab ich ihn. Jetzt packe ich mir Latifi. Hoffe ich zumindest. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt Plätze verlieren sollten. Wobei am Williams Angriff vorbei. Die Frage ist ja, wird natürlich jetzt immer rein müssen, ne? Nächstes Ricciardo, da sind wir mal 14. Da. 14 da momentan. Fünf Runden nach. Lewis is in for a stop. Ja, Lewis ist jetzt in der Box. Jetzt heißt es, hoffen, dass es irgendwie reicht, dass wir da noch ein paar Plätze noch mit gut machen. Der ganze Knubbel ist jetzt mal weg. Gap to car in front is 3.0 seconds.
So, das ist die Frage, wie weit wir jetzt da vorne gehen, weil da ist jetzt ein ganzer Knubbel davor. Können wir das Ding hier noch irgendwie doch noch rocken? Vier Runden noch. Ich jag jetzt mal ein bisschen mal mit. Vielleicht haben wir Glück, dass alle nochmal in die Box gehen. Dann wär's wieder, wären wir wieder vorne. Ich darf natürlich jetzt kein Benzin mehr nutzen, nicht viel zumindest. Vielleicht haben wir ja Glück, dass alle nach vorne nochmal auf die Soft gehen werden, ne? Weil die ja alle relativ früh drin waren. Ich weiß, es gab eine Berührung, aber ich habe sie beide. So, vorne ist auch mal drin gewesen jetzt. Ein Haas, der jetzt nochmal drin war. Jetzt nochmal Sechser zumindest wieder. Runde. Vielleicht haben wir ja Glück mit der Strategie, das Ding hier noch irgendwie mitzunehmen. Es wäre wichtig. Aber wie gesagt, vielleicht immer, wenn wir Pech haben, sind wir nur noch Sechster. Vorne die beiden Ferrari. Dahinter ein Red Bull. Dann haben wir Perez und Norris. Die Frage ist das Albon oder ist das Verstappen? Ich vermute, dass es Albon ist, der da drin. Okay, we're reaching a danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under control. Some information on Vettel, they seem to have an issue. Oh, Vettel. Aha, jetzt geht es tatsächlich zumindest drei Könige in die Box. Vielleicht, ja, vielleicht haben wir Glück, dass tatsächlich der ein oder andere doch noch mit reinhüpft. Räikkönen ist in den Pits. The gap to the car ahead is 1.8 seconds. Aber anders als über die Box geht's nicht. Die Medium müsste ja auch durch sein bei den Jungs da vorne. Irgendwann zumindest. Irgendwann müssten die Mediums bei den Jungs da vorne auch durch sein. So ist ein Viererpack davor. Führen da. Dann war es nicht Räikkönen, dann ist das nämlich tatsächlich ein. Da war es nicht ein Ferrari, dann war es der Räikkönen, der das Ding angeführt hat. Oder zweiter war zumindest. Ich muss jetzt noch ein bisschen auf Zeit spielen. Ich muss mir den Arsch nämlich jetzt irgendwie ein bisschen retten, dass mir der Ricciardo dann... Ja, weiß ich. Noch gehen sie nicht in die Box, keiner von den dreien. Vorletzte Runde. So, vor uns ist Norris, so John Fett, also Vettel von Norris. Vettel haben sie ja schon durchgegeben, hat keines Problem. Oder sie gehen jetzt gleich alle schön gemeinsam zu viert in die Box, das wäre super. Weil dann wäre man nämlich Erster, aber wie gesagt,
Ich maximal Platz 4. Das wird mehr wird nicht drin sein. In diesem tatsächlich am langweiligen Grand Prix mit viel Taktik und Hoffen und Banken, aber momentan ist es noch nicht vorbei. Es ist ja noch eine Runde danach. Ich baue mir jetzt natürlich ein bisschen in den das ERS auf, damit ich nämlich. Und dann jagen wir danach den Motor raus. Ne, noch geht keiner an die Wurzeln von den Dreien. Also wie gesagt, man wird wohl Platz 4 werden. Das wäre natürlich eine faustdicke Überraschung, muss es so sagen. Aber wir haben es genutzt, wir haben Safety Car genutzt, haben in die Box gegangen und haben es dann einfach taktisch clever gemacht. This is your final lap. Final lap of the race. Nein! Ich habe doch noch nie mal was gemacht. Mann, das ist so krass schon. Ich will das Auto da vorne noch kassieren. Wir müssen den vierten Platz. Das wäre nochmal wieder ein paar Punkte mehr. Immerhin zwei. Ach komm schon, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du kriegst doch eine Teilstrafe, egal wie. Ja, ich weiß, ich setze mal wieder, ich setze wieder unnötig rückblenden. Ich bin noch nicht, also wenn es ein klares Abkürzen war, es ist ein leichtes auf den Curb kommen. Ach, bitte nicht schon wieder Ricciardo. Alter, das habe ich schon mal damals in Frankreich gehabt. Es ist nur Platz 4. Fuck! Alright, race over. Take care of the car on the way in. Also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das tatsächlich so ausgeht. Magnus, der Fahrer des Tages. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Mal ein bisschen reingestochen. Ich weiß, wie es gelaufen ist. Komm, ich habe wieder die tollen Autoscooter-Kommentare. Das war ein actionreiches und erinnerungswürdiges Rennen hier in Silverstone und ein beeindruckender Sieg. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen... Ja, der Verstappen, ey. Ja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein Hammer, ey. Verstappen ist toll, Norris, die ersten drei. Kein Mercedes. Sie haben eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Ja, wir haben nur Platz 4 geholt. Ein bisschen ausgebaut, den Abstand zu Hamilton. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Es sind ein paar Punkte mehr geworden. Das ist klar, wir haben es nicht geschafft, das Rennen zu gewinnen, das zweite in Folge zu gewinnen. Es wird immer abwechseln zwischen Sieg und Niederlage. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrang. Ja, mit 9. Richards übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft.
Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ich hatte heute sicherlich nichts auszusetzen an der Leistung von Kevin Magnussen, der ein unglaubliches Rennen geliefert hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Also die, die noch in die Boxenwende gefahren sind, sind tatsächlich alles Einstopper gewesen. Ich dachte mir, es wären ein paar Zweistopper dabei gewesen. Nö, war es nicht. Es waren als Einstopper tatsächlich. Krass. Ja, am Ende sind es dann halt 9 Punkte, die wir nochmal raufgehauen haben auf die Dings. Weil letztendlich ist es okay, der Motor hat gehalten, es ist am Ende dann nur Platz 4 geworden, weil halt auch und dann dieses Safety Car kam. Ich selber hab's ein bisschen verpennt, hätte nochmal die Box mitziehen müssen. Naja. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Glauben Sie, Ihr Teamkollege hat den Fans hier in seiner Heimat eine gute Vorstellung geliefert? Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Klasse, das war dann alles. Ja, ich muss das halt zwischendurch auch mal riskieren. Ja, ich weiß, ich habe zwischendurch mal ein bisschen sehr reingestochen. Das ist klar. Ich muss auch die Rückmeldung sehen, wegen diesen 3 Sekunden. Weil ich ging mir nur um diesen 4. Platz. Ich wollte diesen 4. Platz mit nach Hause holen. Und damit holt sich Verstappen wieder wichtige Punkte. Scheiße, ey. Ärgerlich. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Da geht's, glaube ich, nach Ungarn.